Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem erneuten Video hier heute wieder von Make Mercedes Great Again. Heute sind wir unterwegs in Abu Dhabi. Wir gucken mal, ob das Strapazierfähigkeits-Upgrade ankommt. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Tatsächlich wird die Strapazierfähigkeit verbessert. Also da sind wir jetzt dann auf Typ 3 tatsächlich. Wir können mal gucken, ob wir uns mit dem 700 ein Update leisten können. Ja, das dritte Flügelklappending, das holen wir uns einfach mal. Das wird dann vorm nächsten Grand Prix in Spanien hoffentlich ankommen. Das war's dann tatsächlich heute schon. Und wir gehen rein ins Qualifying in Miami. Die bislang schnellste Runde gefahren. Saubere Arbeit. Ja, unsere erste Runde bringt uns auf Position 1 vor Perez. Runde Nummer 2 bringt uns auf Platz 3. So, jetzt gehen wir auf unseren finalen Run im Qualifying. Let's go. Nochmal 2,27 Zehntel rausgeholt. Am Ende ist es Startplatz 4. Ja, wir stehen am Ende hinter Charles Leclerc, Carlos Sainz und Max Verstappen. Na. Aber auch gar nicht so deutlich, sondern es ist ziemlich knapp sogar. George Russell startet von der 6 aus und jetzt gehen wir ab ins Rennen. Wir melden uns heute von der Küste Floridas für den großen Preis von Miami. Dies ist die 11. Formel-1-Strecke in den Vereinigten Staaten und die Tribünen sind überfüllt mit Fans, die sich auf ein fantastisches Rennen freuen. Das Miami International Autodrome mit seinen 19 Kurven und 5,4 Kilometer Länge liegt an der südöstlichen Küste Floridas und wurde mit dem Ziel entworfen, enges Auffahren zu ermutigen und gleichzeitig den höchsten Sicherheitsstandards zu entsprechen. Die Fans werden sich freuen. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Charles Leclerc startet aus der Pole Position und ein sehr glücklicher Carlos Sainz startet vom zweiten Platz. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen, ein Mercedes, Sergio Perez und Russell, Fernando Alonso, Ocon, Bottas und Kevin Magnussen, Mick Schumacher, Norris, Sebastian Vettel und Gasly, Ricardo, Albon, Yuki Tsunoda und Nicolas Latifi. Stroll und Guanyu Zhou. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Stefan Römer ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Hallo Stefan, ich bin neugierig. Als jemand, der selbst schon auf der Strecke war, wie kommt man mit der Nervosität zurecht, wenn man seine Startposition einnimmt? Ich denke mal, Sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn Sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt. Strengen wir uns an, damit es so weitergeht. Bin ich auch dafür. Es wird, denke ich, meine eindeutige 1. Wir werden ungefähr in Runde 5 dann auf die Mediums wechseln, werden ein bisschen weniger Benzin mitnehmen und starten dann rein in die Einführungsrunde. Jetzt die letzten paar hundert Meter in der Startaufstellung. Nochmal die Reifen ein bisschen anwärmen. Schön geparkt. Versuch gut wegzukommen, wenn es losgeht. Ich gebe mein Bestes, Jeff. Halt die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Jawohl. Halte dich aufs Kuppeln vor. Jawohl, Sir, wird gemacht.
Hier sind die fünf roten Lichter des großen Preises von Miami und es geht los. Keinen perfekten Start hinbekommen. Die beiden Ferraris da vorne hatten eine kleine Berührung. Die gehen langsam vorbei an Max Verstappen und sind jetzt hinter Carlos Sainz. Aber es reicht wahrscheinlich nicht, weil das DRS noch nicht aktiviert ist. Jetzt müssen wir uns eher um Max Verstappen hinter uns kümmern. Er will den Angriff starten, ist aggressiv hinter uns. Aber kann am Ende den Angriff nicht setzen, obwohl er in den Reihen geht. Wir müssen verteidigen, er drückt uns mehr raus. Aber wir bleiben am Ende dann doch vorne. Bisschen übersteuern am Exit der Kurve. Jetzt auf die lange Gerade, irgendwo ist gelbe Flagge. Gelbe Flagge irgendwo. Es ist aber jetzt hier schon wieder grün, da ist irgendwas im Hintergrund passiert. Ich habe in der Wiederholung aber gerade gar nichts gefunden, also so schlimm wird es nicht gewesen sein. Wir kommen aber auch nicht an Carlos ran. Aber Carlos muss wahrscheinlich wegen der Berührung mit den beiden Ferraris an die Box. Wir müssen uns jetzt vor Max Verstappen verteidigen. DRS ist zum Glück immer noch nicht aktiviert. Er kommt hinten an. Aber wir setzen uns am Ende doch durch. Jetzt Max Verstappen. DRS ist mittlerweile aktiviert. Aktuell hat er es noch nicht offen. Wir müssen jetzt verteidigen. Kommen das ziemlich gut hin. Er ist jetzt außen. Wir innen bremsen innen an und können uns durchsetzen und bleiben vor Max Verstappen. Jetzt natürlich die nächste lange Gerade. Max ist hinten an unserem Heck. Er kommt ran mit großem Überschuss, geht jetzt in den Rhein. Rad an Rad, wir bremsen spät, vielleicht ein Tickchen zu spät, aber bleiben immer noch vor Max. Gelbe Flagge hinter uns. Die gelbe Flagge hat einen Alpin ausgelöst mit einem Motorschaden, war das Fernando Alonso. Jetzt aber weiter in unserem Race. Wir müssen uns nämlich jetzt hier von Max Verstappen verteidigen. Er kommt mit DRS angeschossen, hat großen Überschuss. Wir gehen wieder in den Reihen, bremsen Rad an Rad an. Er ist neben uns, aber wir haben am Ende doch wieder die längere Nase. Jetzt ist Max Verstappen schon ganz nah dran. Geht jetzt hier innen rein. Wir können hier nochmal zumachen, die Tür. Aber das reicht dann halt am Ende einfach nicht. Und Max Verstappen ist vor uns, denkste. Wir gehen hier nochmal innen rein, bremsen uns gut ran und sind wieder vorbei. Am Niederländer. Diese Runde muss ich Max eher um George Russell kümmern. Kommt natürlich trotzdem ran, vielleicht wird er den Angriff starten, aber ich glaube es eher nicht. George Russell versucht jetzt den Angriff. Wir bleiben aber vorne, obwohl das jetzt eigentlich egal ist, da wir jetzt sowieso zu unserem ersten und hoffentlich einzigsten Boxenstopp heute fahren werden. Gut haben wir es gemacht, ist okay, 2,6 und 2,9er Stopp. Kommen jetzt raus, bleiben vor Max Verstappen, war das glaube ich noch an der Box. Gelbe Flagge ist hier irgendwo im Feld, sollte ein Alfa Romeo sein. Ah, da wo ist gecrashed? Valtteri Bottas und Esteban Ocon. Ich kann leider nicht weiter zurückspulen, aber die sind gecrashed und und der Alfa Romeo von Valtteri Bottas landet am Ende in der Wand mit Frontflügelschaden. Rennen geht weiter, ist aber natürlich trotzdem ärgerlich. Wir jetzt am Boxenausgang sollten vor den zwei Autos hier bleiben. Und das schaffen wir auch. Natürlich sind meine Reifen jetzt nicht wärmsten. Darum wird Lance Stroll auch wahrscheinlich angreifen können.
Meine Reifen sind eiskalt, Lance Stroll jetzt. Berührt uns sogar ein bisschen jetzt im besseren Exit erwischen. Er hat natürlich DRS und ERS. Hat den gleichen Motor wie wir. Setzt den Angriff. Und geht vorbei. Jetzt können wir vielleicht den Angriff gegen Lance Stroll versuchen, obwohl Sainz jetzt erstmal vorbeizieht. Jetzt ist übrigens auch George Russell an der Box. Wir müssen wieder vorbei an Carlos Sainz und schaffen das auch zum Glück. Aber wir kommen natürlich ran an George. Er hat natürlich noch kalte Reifen und wir haben schon aufgewärmte. Es sind nur noch 2 Sekunden. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,0 Sekunden. Jetzt wieder der Angriff von Stroll-Berührung, aber wir bleiben vorne. Wir kommen immer nah an George Russell. Wir kommen immer näher. Der Abstand zum Hintermann beträgt 2,1 Sekunden. Aber wir haben einfach kein ERS mehr. Wir sind immer nah dran an George Russell, haben uns jetzt das ERS geschnappt, aktivieren das jetzt. Kommen wir mit dem Benzin noch aus. Aber wir kommen leider noch nicht nah genug ran an George. Gehen jetzt auch an Esteban Ocon vorbei, der gerade noch an der Box war. Oh, Safety Car! Hier haben wir es. Der ein McLaren geht hier in die Kurve, berührt den Curb, dreht sich dann. Und dann stehen hier mehrere Autos, weil sie nicht weiter können und das Safety Car wird einberufen. So, wir haben jetzt die Safety-Car-Kolonne eingeholt. Wir haben eine große Lücke zu George Russell, aber komm nicht ran an Charles Leclerc. Jetzt vielleicht nochmal ran an Charles Leclerc. Josh Russell verliert hier Position an Position hinter uns, aber wir kommen jetzt auch nicht mehr ran. An Charles Leclerc leider. Das wird leider nichts mehr. Karierte Flagge, Charles Leclerc gewinnt den großen Preis von Miami. Wir werden Zweiter. Ja, wir sind auf dem Podium. Toller Job dieses Wochenende. Super gefahren, danke. Sind Fahrer des Tages geworden, das freut mich tatsächlich. Hier ist der Ferrari, das heutige Gewinnerauto, das in den Parc Fermé einfährt. Was für ein tolles Rennen! Was denkst du, Stefan, wo hatten Sie heute den entscheidenden Vorteil? Es klingt vielleicht etwas vereinfachend, aber ich denke wirklich, dass es vor allem an der Qualität des Autos lag. Die Fähigkeiten des Fahrers sind natürlich wichtig, aber ohne ein solides Team erreicht man nichts. Wenn man diesen idealen Punkt erreicht, an dem man
einen exzellenten Fahrer und ein unglaubliches Auto hat, dann erzielt man Resultate, wie wir sie heute erlebt haben. Bei der Siegerehrung sehen wir den berühmten roten Anzug, der den Fans auf der ganzen Welt bekannt ist. Ein Weltklasse-Sieg für ein Weltklasse-Team. Ferrari hat es wieder einmal geschafft. Ja, das war's dann am Ende vom Rennen. George ist noch auf die 7 abgefallen, Mick Schumacher auf der 6, das freut mich. Aber ja, das war's dann von diesem Rennen. Die Strapazierfähigkeitsabteilung. Eine wohltätige Organisation hat nachgefragt, ob du sie als Gesicht ihrer neuen Kampagne unterstützen würdest. Das hieße leider, dass du die Teambuilding-Aktivität verpassen würdest, die du für die Strapazierfähigkeit-Abteilung geplant hast. Es ist wichtig, dass wir uns sichtbar für solche Zwecke engagieren. Nein. Gute Entscheidung. Danke. Wir müssen natürlich für die Strapazierfähigkeit da sein. Wir haben auch wieder 1700 Punkte, werden da nochmal ein Update bringen. Ich werde es mal mit schnell versuchen, weil das dann nochmal vor Spanien sogar ankommen soll. Und dann können wir uns gar kein Upgrade mehr leisten, tatsächlich. Und naja, müssen wir leider warten, ne? Ob die Upgrades alle ankommen, werden wir in der nächsten Folge in Spanien sehen, ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn euch Make Mercedes Great Again auch so viel Spaß macht. Wenn nicht, dann nicht. Ich wünsche euch jetzt trotzdem noch einen schönen Tag, egal ob ihr ein Like und ein Abo oder so da lässt. Euer neues Tschüss.